schönen guten Tag erstmal zu meinem Vortrag zum Thema Redmine, Projektmanagement-Werkzeug, wenn man es mal vorsichtig formulieren darf. Ich möchte kurz das Projekt Redmine vorstellen, das als Bug-Tracking-System, Projektmanagement-Werkzeug zu nutzen ist. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Karl-Heinz Mabes, ich arbeite als freiberuflicher Softwareentwickler, arbeite in verschiedensten Bereichen, was Configuration Management geht, Build Management und auch auf solchen Systemen, wo ich halt Installationen durchgeführt habe und für verschiedene Firmen, wo die halt die Anforderung haben, wir wollen unseren Entwicklungsprozess etwas verbessern oder umstellen von anderen Tools, was weiß ich, Track oder was weiß ich, was es da so gibt. Da gibt es ja eine ganze Menge und man hat bestimmte Anforderungen, weil man die halt anders implementieren möchte. Wer Fragen hat, soll bitte übrigens jederzeit dazwischen fragen, also wenn die Fragen da sind. Mache eine kurze Übersicht, ein bisschen was zur Installation, wie Redmine zu installieren ist, ein paar Übersicht über die Features und über die Informationsquellen. Ich werde mit Sicherheit natürlich nicht alle Features von Redmine tangieren können, weil einfach die Zeit schlicht und ergreifend nicht reicht. Aber wer Fragen hat, auf jeden Fall immer Fragen bitte. Fangen wir ein bisschen an. Projektmanagement-Werkzeug schimpft sich das Ganze. Im klassischen akademischen Sinne ist Redmine keine Projektmanagement-Software, sondern das unterstützt viele Punkte, die da notwendig sind. Wichtiger Punkt ist, Redmine ist in Ruby geschrieben, beziehungsweise in Verbindung mit dem Ruby on Rails Framework. Wer vielleicht sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, ist ein relativ interessantes Framework, um Webanwendungen zu schreiben, sehr effektiv das Ganze. Wichtig, das Ganze steht unter GPL, das heißt das gesamte Projekt, der Source Code von Redmine steht unter GPL-Lizenz, kann man also nutzen. Forks von bilden, wenn man möchte, oder sonstiges tun, halt mit den entsprechenden Lizenzierungspunkten, dass man wieder selber unter GPL veröffentlichen muss und ähnliche Dinge. Spezifisch Redmine geht so ein bisschen in die Kategorie wie Track, GeForge, beziehungsweise heute FusionForge in der Zwischenzeit, weil GeForge sich in der Zwischenzeit entschieden hat, nicht mehr Open Source zu sein. Es gibt eine ältere Version von GeForge, wo ein paar Leute in der Zwischenzeit einen Fork von gemacht haben, der nennt sich FusionForge. Die haben sich halt entschieden, weil sie ein bisschen unzufrieden war, weil die Firma da so ein bisschen, ich sag mal, ihr eigenes Süppchen gekocht hat. Und auch in der Zwischenzeit GeForge als solches nicht nur als Open Source, sondern nur mit einer begrenzten Lizenzenzahl zur Verfügung steht als Community. Das heißt, wenn man mehr als 5 Leute hat, hat man mit GeForge verloren, schlicht und ergreifend. Von anderen Dingen will ich mal gar nicht reden. SourceForge ähnlich. Wichtig ist, SourceForge kann man zwar auch kaufen und lizenzieren, kostet allerdings ein Schweinegeld, das Teil. So 3.500 Euro fängt man da irgendwo an, hier bei uns, wenn man so ein SourceForge intern installieren will. Oder Confluence oder ähnliches, was es da so von Atlassian oder ähnliches gibt. So. Ich möchte aber jetzt nicht in die Kategorien, es hat viele Funktionen ähnlich, es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Unterschiede. Wichtig ist, die verschiedenen Werkzeuge sind spezifisch für den Zweck gebaut worden. Ich sag mal jetzt mal Bugzilla für Bugtracking. Mantis zum Beispiel ist auch spezifisch nur für Bugtracking gedacht worden, aber es fehlen bestimmte Sachen, die man sich eigentlich mal wünscht. Ein Wiki vielleicht. Man möchte ein bisschen mehr Planung haben, eine Kombination mit dem Version Control, eine Übersicht, was gerade an Tasks aktiv ist, so ein bisschen Gantt-Charts mal sehen, so ein bisschen optisch sehen, wo stehen wir denn gerade und solche Geschichten. Viele Funktionen, die in Redmine existieren, existieren auch in Track. Es gibt aber ein paar nette Unterschiede zwischen Track und Redmine unter anderem. Es sind viele Leute, haben mit Track angefangen, ich auch, und habe vor ungefähr 2,5 Jahren in der Zwischenzeit mit Redmine angefangen, aus verschiedensten Gründen. Ich komme nachher noch zu ein paar Gründen. Wichtig, wer also noch keine vertraut hat mit Ruby oder Ruby on Rails hat, der schafft es in knapp einer halben Stunde ein Ruby on Rails System aufzusetzen. Ich sage natürlich, das ist kein produktives System. Selbstverständlich, das ist nur ein System, um damit zu spielen. Produktiv aufsetzen dauert ein bisschen länger logischerweise. Da muss man ein paar Sachen beachten, so Security und so Zeugs. Aber um mal so ein System zum Spielen, kann man das mit Hand tatsächlich in einer halben Stunde oder weniger aufsetzen. Man kann sich natürlich auch ein Bitnami-Stack oder ähnliches einfach runterladen. Oder es gibt auch, glaube ich, in der Zwischenzeit irgendwo ein VMware-Image, das man einfach runterladen kann. Da ist alles drauf und dann kann man loslegen einfach. Ist auch eine Variante. Einfach, um mal das Ding zum Spielen zu haben, um mal damit rumzuspielen. Einfach, um zu sehen, was es kann und natürlich auch vor allem, was es nicht kann. Bitte? Ja, läuft auch auf JRuby, definitiv, ja. Gibt es extra sogar so 2 Bugfixes in JRuby, die für Redmine unter anderem gemacht worden sind. Also es läuft definitiv unter JRuby, damit unter Tomcat und JBoss, wenn man es denn unbedingt will. Einfache Installation, Archiv von der RubyForge-Seite runterladen, Datenbankzugriff, man muss die Datenbank anlegen, den User anlegen, ich sag mal eine MySQL oder eine Postgres oder was weiß ich, was man haben möchte. Die Datenbank erzeugt man klassischer Ruby on Rails Weg mit Standard-Rake-Aufrufen hier in diesem Falle.
Da werden die Tabellen angelegt, die Daten eingespielt und einige andere Dinge getan. Wenn man das gemacht hat, dann muss man die Default-Konfiguration laden. Diese Default-Konfiguration enthält Rollen und Rechte in Standard-Konfigurationen. Man kann ein System auch ohne diesen Schritt hier machen. Ich würde es aber am Anfang, wenn man noch nicht weiß, was man tut, sollte man die Finger davon lassen. Also hier werden Rollen und Rechte vergeben, Standard für einen Administrator, für bestimmte Developer und solche Geschichten. Die kann man alle konfigurieren in Redmine, aber um mal anzufangen, würde ich erstmal mit dem Standard anfangen einfach. Also man kann, wenn man weiß, was man gemacht hat, das vielleicht beim dritten Mal macht und sagt, nee, die will ich jetzt aber nicht, dann kann man diesen Schritt durchaus weglassen. Berechtigungen setzen, da wichtig bei der Datenbank. Und dann kann man einfach hier die Installation mit Script, Webbrick, E-Production starten. Wenn man dann vielleicht mit Ruby on Rails schon mal gearbeitet hat, dann sind das einfach bekannte Schritte. Wenn man das dreimal macht, dann weiß man es auswendig. Dann kann man einfach auf den Localhost in dem Fall, wenn wir es mal als Test machen, auf eine lokale Maschine, kann man sich einfach mal die Start-Webseite angucken. Hier gibt es ein Standard-Passwort für den Administrator. Admin, Admin, unheimlich intuitiv. Und kann sich dann diese Startseite hier mal betrachten. Wichtig hierbei ist, das ist in dem Falle keine leere Installation, sondern da ist schon ein Projekt integriert und dann hat man einfach diese Startseite, würde man die bekommen und könnte sich dann hier als Administrator einloggen, zum Beispiel Projekte anlegen, Benutzer anlegen oder ähnliches tun. Dann bekommt man als Administrator diese Übersichtsseite hier, da kann man dann die verschiedenen Bereiche wie Projekte, User, Rollen, Berechtigungen, die Tracker, die Custom Fields, Enumerations, Settings und ein paar Informationen sich angucken. Unter Informationen stehen üblicherweise, welche Plugins man benutzt. Kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen zu. Wichtigste ist, ich fange mit den Projekten an in der Regel. Ich habe hier eine Installation, wo schon Projekte beinhaltet sind. Hier kann man also einfach neue Projekte anlegen, beliebig viele. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied zwischen Track und Redmine. In Redmine kann ich unter einer Oberfläche beliebig viele Projekte haben. In Track habe ich pro Instanz immer nur ein Projekt. Wenn ich ein neues Projekt anlegen muss, in Track muss ich hingehen und meinen Track Admin, Create, Project und so ein Zeugs machen. Das brauche ich hier nicht. Ich habe hier eine Oberfläche, ein System, womit ich die Projekte anlegen kann. Dann kann ich hier die verschiedenen Informationen zu diesen Projekten sagen. Ich kann diese Projekte auch archivieren und löschen. Archivieren ist vielleicht ganz sinnvoll, um zu sagen, okay, das Projekt ist soweit fertig, das ist jetzt nur noch in der Wartung, wir wollen es jetzt da raus haben oder sonst etwas. Kann man sagen, leg es erstmal auf Seite. Wichtig, was man hier beachten sollte, ist, es gibt die Möglichkeit, sogenannte Subprojekte zu bilden. Das heißt, ich habe ein Oberprojekt, ein oder mehrere Subprojekte, die in einer bestimmten Beziehung bestehen. Das ist derzeit mit der 084er, die im Moment noch aktuell ist, noch begrenzt auf ein Level maximal derzeit. Also Sie können nicht noch ein Subprojekt machen, sondern haben nur maximal eine Ebene. Mit der 09er, wenn die rauskommt, wird das aufgehoben. Dann haben Sie beliebig viele Ebenen. Dann können Sie das beliebig kombinieren. Dann haben Sie hier die Benutzeradministration, typischerweise Username, Passwort, Aktivierung, Deaktivierung. Sie können den Account locken, wann er sich das letzte Mal eingeloggt hat, die E-Mail-Adresse, ob derjenige der Administrator, also der Gesamtinstallation ist oder nicht, und können dann da die entsprechenden Benutzer reinnehmen oder rausschmeißen, je nachdem mit der Oberfläche das geht. Dann haben Sie die verschiedenen Rollen hier an der Stelle, das heißt, Sie können in Redmine gibt es diese Standardrollen, das sind jetzt die, die über den Load Default Data am Anfang reingekommen sind, was für Rollen es gibt. Manager wäre so der klassische Ansatz, um einen Projektmanager zu haben, der halt das Projekt verwalten darf, alle Berechtigungen im Projekt hat. Der Developer ist der, der entwickelt, Issues zugewiesen bekommt und ähnliche Dinge. Dann haben wir hier noch den Reporter, der kriegt keine Issues zugewiesen, der kann aber umgekehrt Issues reporten, Einträge in entsprechende Foren und ähnliche machen. Und dann gibt es halt noch den No-Member und diesen Anonymous. Anonymous ist der, der auf die Webseite kommt und nicht angemeldet ist. Was kriegt der zu sehen? Das kann man, Wiki und einige andere Sachen kann man entsprechend zuweisen. Dann haben wir die verschiedenen Rollen. Sie können natürlich hier auch neue Rollen bauen, wenn Sie brauchen. Ich habe bis heute jetzt zweimal neue Rollen machen müssen für verschiedene Berechtigungen, um die Sichten ein bisschen anzupassen. Aber in der Regel kommt man eigentlich relativ gut mit den Standardrollen erstmal da zum Anfang. Selbstverständlich steigen die Ansprüche, wenn man so ein Tool nutzt und irgendwann möchte man natürlich mehr tun. Sie können in der Rolle, in jeder Rolle, entsprechende Berechtigungen setzen. Sie können zum Beispiel festlegen, kann diese Rolle ein Issue assigned werden, also sprich ein Bug, ein Track-Eintrag, wie auch immer man das nennen will, und kann ich dieser Rolle einen Eintrag zuordnen. Ich kann auch eine Rolle schaffen, wo ich sagen kann, typischer Fall wäre hier dieser Reporter, der kann zwar reporten ein Issue, also
Bug oder was auch immer, Feature Request oder sonst was, dem kann aber selbst kein Issue zugeordnet werden, was er abarbeiten soll. Macht keinen Sinn. Bei den Developern macht es schon Sinn, beim Manager weiß ich nicht, kommt immer drauf an. Gibt auch mit Sicherheit Issues, die da sinnvollerweise zugeordnet werden. Sie sehen dann, was hier verschiedene Haken hier mit den Checkboxes, was man hier so alles einstellen kann, ob ich das Wiki editieren kann, ob ich die Change Sets sehen kann oder ändern kann, welche Sichten ich zu sehen bekomme, ob ich die Files und die Files mir anschauen darf, darf ich Dokumente hinzufügen, Messages fürs Forum und auch solche anderen Geschichten. Das kann ich also alles hier vorgeben und entsprechend einstellen. Dann habe ich zum Beispiel die verschiedenen Standardeinträge. Also wir haben hier die sogenannten Trackers in Redmine, dass ich also zum Beispiel einen Bug, ein Feature oder eine Support-Anfrage definieren kann und diese Issues entsprechend kategorisieren kann. Hier kann ich beliebig viele bauen, wenn ich möchte. Ich möchte zum Beispiel einen Feature-Request haben, ich möchte einen Support-Help haben oder was weiß ich, was mir noch so einfällt und kann dann verschiedene Kategorien von diesen Issues definieren. In diesen kann ich dann sagen, ob die im Changelog oder in der Roadmap angezeigt werden sollen als entsprechende Einträge oder nicht. Das kann man dann einstellen, um die Übersicht vielleicht ein bisschen schlanker zu gestalten oder auch nicht. Muss man sich halt überlegen, wann man wo was sehen möchte. Dann haben Sie so die Standardübersicht im Projekt, die ganzen Settings. Hier kommen so die wichtigen Punkte, wie zum Beispiel, welches Version Control Tool ich hier zum Beispiel nutze. Also Sie sehen die Liste da, Subversion, Mercurial, Bazaar, Git und ähnliches. Die können Sie auch alle benutzen. Dann können Sie das Repository Encoding machen, Sie können einen Webservice aktivieren, die Commit Messages und einige andere Dinge. Die können Sie aktivieren, wenn Sie die brauchen. Was relativ interessant ist, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie in eine Log Message hineinschreiben, fixt, was weiß ich, Hash 1243, ich habe also dieses Issue gefixt, dann können Sie mit den entsprechenden Keywords, in dem Falle fixt, was ich hier konfigurieren kann, bestimmte Aktionen auf Ihrem Redminer auslösen. Das heißt, Sie können in dem Falle mit dem fixt hier auslösen, dass dieses Issue automatisch geschlossen wird und mit dann auf 100% gesetzt wird. Das heißt, Sie brauchen das nur in die Log-Message von Ihrer Commit-Message in Subversion, Git oder Mercurial reinzuschreiben und dann wird erkennt Redmine automatisch, dass das gemacht worden ist und würde dann den Status des entsprechenden Issues entsprechend ändern. In einen anderen Status versetzen. Sie können das hier auch in andere Stati oder auf Review oder sonst was setzen, die Sie auch noch einstellen können, wenn Sie das möchten. Dann haben Sie so eine typische Projektübersicht im Ganzen. Das heißt, Sie sehen hier so mal, wenn man hier als entsprechender User angemeldet ist, dann haben Sie einmal meinen Account. Da kann man dann so Standardsachen wie Zeitzonen und so ein Zeugs, Sprache und so ein Zeugs einstellen. Und man kriegt halt eine Übersicht, welche Projekte ich überhaupt erstmal sehen darf selber als Entsprechender, der sich hier angemeldet hat. Und sehe dann zum Beispiel Issue-Tracking hier, welche Bugs und Features, das sind halt wieder diese entsprechenden Kategorien, die open sind, von geschlossen sind, welche Members dieses Projekt hat in diesem Falle. Und Sie sehen halt Ihre entsprechende Leiste, was Sie so alles tun dürfen, was Sie nicht tun dürfen. Die einzelnen Bereiche, die hier oben stehen, Issue, News, Documents, Wiki, Files, Repository, können Sie alles ein- oder ausschalten. Als entsprechender Projektadministrator können Sie das ein- und ausschalten und sagen, nee, dieses Modul, was weiß ich, zum Beispiel die Documents, wollen wir nicht, dann kriegen Sie die auch in der Navigation nicht zu sehen tatsächlich. Sie können, wenn Sie hier einen Schritt vorher hier oben auf Gantt oder ähnliches gehen, mit entsprechenden Issue-Informationen sich ein solches Gantt-Chart anschauen. Und da ist halt so ein bisschen die Richtung Projektmanagement, hat so ein bisschen Übersicht. Das Ganze kann man auch zum Planen nutzen, das heißt, man erstellt entsprechende Issues und würde denen dann entsprechende Aufwände zuordnen und könnte damit zumindest einen Zeitplan grob erstellen. Ist nicht ganz so komfortabel derzeit, aber geht durchaus. Ist durchaus hilfreich und für ein Open-Source-Projekt ist es allemal ausreichend. Also ist meine Erfahrung jedenfalls. Selbst in größeren Projekten geht es. Sie können dann die entsprechenden Features hier auflisten, Sie können dann die verschiedenen Einträge hier, können Sie über Pop-ups können Sie hier sehen, was da so angezeigt wird, die Informationen, die sind klickbar, da können Sie dann in die entsprechenden Einzel-Issues verzweigen und solche Geschichten geht auf jeden Fall. Bitte schön. Das liegt einfach daran, dass ich in den Issues entsprechend ein Anfangs- und Enddatum eingetragen habe. Das wird also nicht kontrolliert von Redmine. Sie können da beliebigen Datum und Anfang und Ende eintragen. Das könnte man in dem Fall jetzt auch damit machen, dass man sagt, also erstmal, man trägt in den Issue Start- und Enddatum ein oder einfach nur ein Startdatum und könnte dann das Issue auch einem spezifischen Entwickler dann schon zuweisen über ein Assign. Das geht natürlich auch. Das geht. Drei Stück bekommt der eine und ich sage, die fangen an, irgendwann an, dann sagt, ich sage, die ich dann
Das müssen Sie selber machen an der Stelle. Deswegen so ein bisschen eingeschränkt mit Projektmanagement. Da muss man ein bisschen Handarbeit investieren, das ist richtig. Das Ganze so als Kalenderansicht, ja, ist auch ganz hübsch als Übersicht. Mit den entsprechenden Subprojekten hier, das können Sie rausnehmen. Nur die entsprechenden Tracker-Einträge, ob Sie jetzt nur die Bugs oder nur die Features sehen wollen. Das können Sie in der Regel, alle Ansichten hier über die rechte Spalte, sind immer Filteransichten, wo Sie das entsprechend einschränken können, diese Ansichten. Hier sehen wir so den Activity-Log, das heißt, was alles im Projekt passiert ist. Sie sehen also hier verschiedene Einträge, zum Beispiel Revision 240, hier ist zum Beispiel Commit, hat hier ein Commit stattgefunden, hier ist noch ein Commit. Hier ist ein Bug-Eintrag, also in dem Fall ein Issue closed worden, schlicht und ergreifend. Und. Dann sehen Sie hier über die verschiedenen Bereiche alle Activities, die Sie hier haben. Die können Sie über entsprechende Filtereinstellungen hier einschränken und sagen, ich will nur die Issues sehen oder nur die Change Sets oder was auch immer, was Sie sehen möchten. Das können Sie also beliebig kombinieren. Dann haben wir so die klassische Roadmap, das, was man unter Track auch so als Roadmap kennt, dass man hier die Übersicht hat, wie weit ist man denn von der Anzahl der Open und Closed Bugs hier mit entsprechender schöner grüner Leiste. Und hier sehen Sie dann, was wir vorher gesagt haben, ob dieses Issue bzw. die Kategorie hier in der Roadmap sichtbar ist oder nicht. Sie können jeden einzelnen Bug hier anklicken, wie sich das gehört. Sie können auch Completed Versions hier anschauen. In Redmine heißen die Dinger Versions und nicht Milestones, wie sie in Track heißen. Das ist so ein bisschen, muss man sich dran gewöhnen, die haben halt ein bisschen anderes Wording, aber okay, kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Dann können Sie die verschiedenen Issues sich tatsächlich angucken, die gesamte Liste der Issues, die vorhanden ist. Hier können Sie entsprechende Filter setzen, beliebig kompliziert, beliebig kombinierbar. Sie können die Filter auch abspeichern, das heißt, Sie können sich Filter zusammenbauen, die dann abspeichern für Ihre Zwecke später. Wichtig ist auch, hier unten sind CSV und PDF-Ausgaben oder über ein RSS-Feed, in dem Fall Atomformat, CSV, PDF, können Sie da jederzeit rausziehen. Das heißt, Sie können die CSV hier rausziehen und das dann auch zum Beispiel in Excel oder OpenOffice oder was auch immer dann entsprechend reinziehen und die dann weiterverarbeiten, was auch immer Sie damit tun. Sie sehen also jetzt hier die verschiedenen Einträge, ein Assignee, wann das letzte Mal abgedatet worden ist. Diese Ansicht, was hier angezeigt wird, können Sie auch im Gesamt-Admin-Bereich, also im Site-Admin nenne ich es mal, Super-Admin in Redmine, können Sie auch einstellen, welche Sachen da angezeigt werden. Das können Sie leider derzeit noch nicht auf Projektebene, also auf Einzelprojektebene einschalten. Das würden Sie global einmal für Ihre gesamte Installation einstellen. Dann können Sie an die entsprechenden Issues drangehen, dann mit hier im Kontextmenü schön die entsprechenden verschiedenen Zuweisungen, Kategorien ändern oder ähnliche Sachen. So eine Art Bulk-Update kann man hier wunderschön machen, dass Sie viele Issues ändern müssen. Da können Sie die alle anhaken und dann rechte Maustaste, dann geht das hier wunderschön. Kann man die ganzen Dinger auf anderen Versionen zuordnen oder sonst irgendetwas damit tun, was man gerade braucht. Dann schauen wir uns mal so ein einzelnes Issue an. Sie sehen zum einen hier, dass Sie hier entsprechende Einträge in den Status, Priority, Start, Due Date. Das sind dann diese Einträge, die dann für das Gantt-Chart benutzt werden. Das heißt, wenn ich hier parallele Einträge habe, Datum und Zeit, dann ist natürlich klar, dass die parallel laufen. Sie können eine Estimated Time hier eintragen und eine Spend Time können Sie tatsächlich drauf buchen. Das heißt, so eine kleine Zeiterfassung in Anführungszeichen, allerdings auf reiner Aufwandsbasis, ist hier schon enthalten. Standardmäßig drin. Und Sie können dann hier eine Target-Version, wann das Issue also gelöst werden soll, oder wie es geplant ist. Sie haben eine Resolution, Description. Und Sie können hier alle Einträge hier entsprechend hinzufügen. Sie können ein Related Issue, also ein anderes Issue, was dazugehört, was vorher gelöst werden muss, ein Depends On, können Sie hier entsprechend hinzufügen. Sie können auch dann hier die Historie dieses Issues sich anschauen. Sie können hier Kommentare dazu abgeben. Sie haben also den gesamten Dokumentationszweig des Issues auf dieser Sicht hier an dieser Stelle. Sie sehen auch da oben, Sie können auf einzelne Issues ein Watch setzen, Sie können es kopieren, Sie können es verschieben, Sie können es löschen, Log Time, um die Zeit zu erfassen im Endeffekt. Da sind bestimmte Kategorien angegeben, standardmäßig, die Sie auch ändern können, wenn Sie das brauchen. Das wäre zum Beispiel so eine Zeiterfassung an der Stelle, Datum mit der Issue Number, die Stunden, Kommentar und Activity ist halt eine Dropdown-Box. Über bestimmte Konfigurationen können Sie das im Admin-Bereich einstellen, dass Sie mehrere Einstellungen dort nutzen. Was weiß ich, Design, Entwicklung, Dokumentation oder solche Geschichten, damit Sie dann später auch einen Report über diese Informationen ziehen können. Dann haben wir hier mal so ein Issue gemacht, wo tatsächlich auch eine entsprechende Version zugeordnet worden ist. Das heißt, im Subversion habe ich zum Beispiel hier
einfach nur minus fixed, ich hoffe, dass man es lesen kann, minus fixed hash 1 gemacht. Durch die Analyse, die Redmine automatisch macht, ordnet er diesen Check-in von der Revision in dem Falle diesem entsprechenden Issue zu hier. Und durch die entsprechende Konfiguration, die angegeben ist, wird dieses Issue dann automatisch auf Status Closed und mit dann 100% gesetzt. Das kann man natürlich durchaus ändern, wenn man das möchte. Das heißt, hier würde auch, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur fixed schreibt, wäre das ein Commit und dann wäre es abgeschlossen. Man könnte aber auch einfach sagen refs und dann hash 1 und dann würde das bedeuten, ich referenziere dieses Issue, weil ich vielleicht mehrere Commits machen muss, um dieses Problem zu lösen, weil ich vielleicht einen Branch gemacht habe und nicht alles mit einem einzelnen Commit hinkriege. Aus welchen Gründen auch immer. Dann würde man zum einen diese refs hier sehen, dann würden die alle diesem entsprechenden Issue hier zugeordnet und man hätte hier die entsprechende Auflistung der Historie für dieses Issue da stehen und hätte auch die Zuordnung zum Version Control dann direkt, um zu sehen, welche Versionen sind das jetzt genau, die dieses Issue oder diesen Bug oder Feature tatsächlich betreffen an dieser Stelle. Das würde dann hier auch weitergeführt, das kann man dann entsprechend abhängig setzen. Die Related Issues geht genauso, das kann man dann dazufügen. Man kann auch dieses obere erst schließen, wenn die Related alle geschlossen sind automatisch. Das ist also schon fest drin, das heißt, das geht nicht umgekehrt so einfach. Sie können die Settings, also der Projektadministrator, der das Projekt administriert, kann in den Settings einiges einstellen. Der kann zum Beispiel die Standardinformationen des Projektes einstellen, zum Beispiel eine Beschreibung, das ist halt ein standardisiertes Wiki. Da kann man mit verschiedensten Highlight-Systemen kann man da entsprechende Beschreibungen, Text hinterlegen. Man kann dem einen Identifier geben bei der Anlage des Projektes und der ist nur ein einziges Mal vergebbar. Der ist ein interner Datenbank. Da kann man gucken, ob das Ding public ist. Mit anderen Worten, ob es jemand sieht, der sich nicht angemeldet hat. Ob man das möchte oder nicht, kommt ja darauf an. Es gibt ja so Sachen, wo man sagt, nee, das möchte ich nicht. Dann kann man das hier einstellen. Man kann die verschiedenen Tracker hier aktivieren oder nicht. Custom Fields und kann also in den Projekten auch Custom Fields definieren. Der Nachteil derzeit in Redmine 084 ist derzeit, dass das nur auf gesamter Ebene geht und nicht pro Projekt. Das heißt, man kann es nur global vereinbaren, die zusätzlichen Custom Fields. Aber das soll sich mit 09 auch noch ändern, dass man wirklich pro Projekt Custom Fields ändern kann und sagen, du bekommst diese zusätzlich, ich will noch eine ID vom Jira oder was ich für ein System noch habe, wo ich noch eine Verknüpfung bauen will oder eine Zusatzinformation oder sonst etwas da reinpacken kann, wenn ich das brauche. Dann habe ich hier so die Liste der Versions, das ist mit anderen Worten die Einträge, die in der Roadmap entstehen, die man dort hinterlegen kann, also sprich die Milestones, nennen wir sie mal, die ich dort entwickeln kann, worauf ich meine Issues, meine Bug-Einträge oder ähnliches beziehen kann. Zu jedem Eintrag hier existiert eine Referenz auf ein Issue, auf einer Wikipage. Ich kann hier auch eine Beschreibung angeben, ich kann das Ding editieren und selbstverständlich auch löschen, wenn es denn sein muss. Wichtig ist, dass ein Version-Eintrag oder ein Milestone-Eintrag erst dann als erledigt gilt, wenn erstens alle Issues, die dann dem zugeordnet sind, gelöst sind, also sprich auf Status Closed sind, erledigt sind, und zum Zweiten, wenn hier ein Enddatum eingetragen ist. Das heißt, wenn hier das Enddatum nicht drinsteht, dann wird dieses Ding auch, wenn die alle Issues geschlossen sind, nicht als abgeschlossen definiert und Sie kriegen es immer noch in der Roadmap zu sehen. Das ist noch ein kleiner Haken in der 084, wird in der 09 auch netterweise gelöst, dass man sagen kann, so, ich will das Ding jetzt schließen, auch wenn ich das Enddatum nicht eintrage, so Kleinigkeiten halt. Wichtig ist, was wir so haben, halt ein Wiki-Ticketsystem, ist klar, verschiedene Grundlagen, womit ich dann entsprechende Issues erfassen kann, die ich zuordnen kann. Ich kann Foren entsprechend angeben. Ich kann also unabhängig beliebig viele Foren pro Projekt definieren. Jedes Projekt hat ein eigenes Wiki, komplett, völlig unabhängig von den anderen Projekten. Jedes Projekt hat einen eigenen Repository-Browser, das heißt, ob ich jetzt ein Subversion Git oder was dahinter habe, ist eigentlich egal. Kann ich dann auf das Repository schauen. Ich kann innerhalb des Wikis selbstverständlich Links auf mein Repository machen. Ich kann innerhalb meines Wikis Links auf meine Versions oder meine Milestones machen oder umgekehrt. Das geht alles. Ich kann verschiedenste Links kreuz und quer verlinken, das Ganze. Beliebig in verschiedene. Ich kann auch in verschiedene Projekte verlinken, wenn es dann sein muss. Das geht also auch. Hier werden so standardmäßig CVS, Subversion, Git, Mercurial und Bazaar unterstützt derzeit. Das sind, glaube ich, im Moment alle. Ich glaube, monoton kann er im Moment, glaube ich, nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber da gibt es im Moment derzeit noch so ein bisschen Änderungen, was die API angeht, dass man das noch ein bisschen versucht, noch allgemeiner hinzukriegen, dass man vielleicht noch mehr
Version Control Tools drunter kriegt im Moment. Wichtig ist auch, was zum Beispiel Track nicht kann, sind Remote Repositories. Bei Track kann ich nur ein Repository benutzen, von Subversion zum Beispiel, wo ich per File-Protokoll drauf Zugriff habe, also mit anderen Worten auf der gleichen Maschine bin. Das ist Redmine völlig egal. Da können Sie auch HTTP den Zugriff machen, also Redmine auf Server 1 und Ihr Subversion-Repository auf einem anderen Server zu legen. Ich kann allerdings aus Performance-Gründen nur empfehlen, dass Sie es trotzdem auf dem gleichen machen und mit File-Zugriff arbeiten, weil es dann doch ein bisschen langsam wird manchmal. Aber es rein technisch funktioniert, ist halt ein bisschen träge an der Stelle. Zeiterfassung haben wir eben gesehen, ist relativ einfach, erfüllt aber mit Sicherheit ihren Zweck. Es gibt eine ganze Menge Plugins und davon gibt es im Moment auch ein Budget-Plugin, was komplett Zeiterfassung mit Berechnungen, mit verschiedenen Stundensätzen und dem ganzen Zeugs gibt. Es läuft allerdings, soweit ich weiß, für den angloamerikanischen Bereich, also für uns Deutschland, weiß ich nicht, ob es so wirklich funktioniert. Ich habe es mir mal angeguckt, so ganz so überzeugt war ich noch nicht davon. Aber das sollte man sich im Detail vielleicht anschauen, ob sie es dann vielleicht doch benötigen oder brauchen können für solche Sachen. Einen ganzen Stapel Plugins auf der Homepage gibt es eine ganze Liste von Plugins, die man benutzen kann. Ich habe Ihnen jetzt hier praktisch das Standard Redmine ohne irgendwelchen Zusatzkram gezeigt. Da gibt es so ungefähr 40 bis 50 verschiedene Plugins, die alle möglichen interessanten Funktionen haben. Muss man halt entscheiden, was man braucht und was man haben möchte und was man machen möchte. Aber wenn es denn ein Plugin nicht gibt, dann ist es auch nicht ganz so schwer, ein eigenes Plugin tatsächlich zu schreiben. Da sollte man allerdings ein bisschen Erfahrung mit Ruby on Rails haben, sonst wird es ein bisschen schwierig. Das ist, denke ich, als Voraussetzung sollte man da schon verstanden haben, wie Ruby on Rails funktioniert, weil sonst wird es ernsthaft schwierig. Also gehen tut's, aber das sollte man verstanden haben, wie Ruby on Rails funktioniert, sonst wird es ernsthaft schwierig. Datei- und Dokumentenbereich, Sie haben eben diesen Files- und Documents-Bereich gesehen. Sie können in diesem Files-Bereich, ich sag mal, Dateien ablegen, beliebiger Art. Typischerweise wird es bei den meisten Projekten jetzt dazu genutzt, dass die tatsächlichen Releases von diesen Softwareprojekten dort abgelegt werden. Sie können dann eine Referenz auch über die Version machen, was weiß ich, Release 0.1 oder 1.0 und legen da Ihre Ergebnisfiles, Ihre Binaries oder sonst irgendetwas ab und liefern die dann zum Download, zum Beispiel. In dem Documents-Bereich ist es mehr so ein bisschen getriggert, dass man dort mehr Dokumente ablegt, hindert sie aber keiner daran, das trotzdem in den Files-Bereich zu tun. Das kann man auch ein bisschen strukturieren in Dokumenten, auch mit Versions und so weiter. Der Nachteil an den beiden Bereichen derzeit ist, dass sie nicht versioniert werden derzeit. Das sind einfach Ablagemöglichkeiten, die Sie auch zum Download nutzen können. Es werden auch Statistiken über die Anzahl der Downloaden gemacht, das ist nicht das Problem. Aber es gibt keine Versionierung der Dokumente als solches. Also weder der Files noch der Documents. Da gibt es derzeit so einige Anforderungen an diese für Features, dass man das doch macht irgendwie. Da gibt es also schon längere Diskussionen auf den Entwicklungsbereichen, dass man da doch interessiert ist dran an solchen Features, was ich auch durchaus für einigen Stellen für sinnvoll erachte. Ist halt im Moment noch nicht, muss man ganz klar sagen. Wichtig ist, was wir auch gesehen haben, ich habe eine Installation und kann damit beliebig viele Projekte handeln. Also ich kann unter einer UI 20 Projekte handeln, ist überhaupt kein Problem, Sie legen die Projekte über UI an. Die gehen in der Datenbank und werden dort entsprechend verwaltet, die Rechte und so weiter. Klar, Subprojekte im Moment nur ein Level, 0.9 soll das Problem aufgehoben werden. Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Da kann man dann To-Dos oder Issues für spezifische Benutzer in spezifischen Projekten machen, was derzeit nicht möglich ist. In der 0.9 soll das halt auch entsprechend hinzugefügt werden, dass also jeder User seine eigenen Issues definieren kann und die dann auch mit den entsprechenden gleichen Funktionen nutzen kann. Benutzerdefinierte Felder für Bug-Support, da können Sie also beliebig Ihrem kreativen Geist Folge leisten, wenn Sie da möchten. Ich werde da nur immer sehr vorsichtig mit solchen Zusatzfeldern. Man muss sie nämlich dummerweise auch immer wieder pflegen, das ist der Haken dabei. Unterstützte Betriebssysteme, also das Ding läuft wirklich überall. Also ich habe es auf Linux getestet, ich habe es auf Windows getestet, auf Mac habe ich es auch getestet. Also Ruby on Rails. Sie können das Ganze auch mit JRuby, wie eben schon die Frage war, auch zusammenpacken. Dann können Sie einen Tomcat oder einen JBoss stopfen, geht es auch. Ist also auch kein Thema. Benutzer selbst registrieren, Sie können das Registrierungssystem so machen, vollautomatische Registrierung, einfach registriert sich, wird freigeschaltet oder Sie lassen den Admin oder den Projektadmin freischalten oder nur den Admin freischalten oder LDAP-Unterstützung geht hier halt auch an der Stelle. Das können Sie halt sich überlegen, wie Sie es brauchen oder möchten. Datenbanken ist ein relativ interessantes Thema, weil es doch ein paar Systeme gibt, die da so ein bisschen limitiert sind.
ich sag mal, zum Beispiel Track ist derzeit SQLite, beziehungsweise wenn Sie es größer aufsetzen, mit einer Postgres verbunden. Was anderes gibt im Moment realistisch, gibt es das nicht her. Wenn man sich GeForge oder Ähnliches angucken, die sind ganz hart an Postgres genagelt. Geht einfach nicht anders, weil es hart kodiert ist. Hier ist es allerdings recht flexibel, also unter Oracle, MySQL und Postgres ist überhaupt kein Thema. Wenn Sie es ernsthaft einsetzen, Sie können es auch zum Testen mit einer SQLite einsetzen, das ist auch kein Thema. Wichtig ist, Redmine ist derzeit auf dem Wege, kompletten RESTlet-Interface zu liefern. Das ist noch nicht hundertprozentig umgesetzt, da gibt es noch ein paar Punkte, die noch nicht ganz sauber sind, aber das wird wohl in der 9.9er dann endgültig der Vergangenheit angehört, dass das gesamte System über RESTlet-Interface zugänglich ist. Mit anderen Worten, Sie können die einzelnen Ressourcen über entsprechende UIs ansprechen und dann auch entsprechende Konnektoren für verschiedene Systeme anbieten. Was schon geht, klassischer Ansatz, Mylin-Plugin zum Beispiel in Java-Entwicklung, da können Sie eine URI dran setzen, eine URL dran setzen, da können Sie schon die Webseite aufrufen und ein paar Sachen rausziehen. Da gibt es, glaube ich, in der Zwischenzeit einen Ansatz, der aber noch nicht ganz sauber ist, aber man kann schon einiges damit anstellen. Das wären so wichtige Punkte. SOAP RPC ist in der Zwischenzeit komplett tot, weil das auch vom Ruby on Rails Framework in der Zwischenzeit ad acta gelegt worden ist. Das heißt, SOAP RPC gibt es nicht mehr und wird auch wohl nicht mehr kommen. Also ist definitiv erledigt. Also hier RESTlet ist halt der etwas technologisch weiter fortgeschrittene Ansatz, vielleicht auch einfacher, da streiten sich noch die Geister, aber tatsächlich ist es im Moment der RESTlet-Ansatz, der den Redmine hier unterstützt an der Stelle. Migration von anderen Werkzeugen ist natürlich auch durchaus wichtig. Ich habe meine Projekte auch irgendwann mal von Track migriert. Die Ergebnisse waren gut bis sehr gut. Es gab natürlich ganz klar, muss man auch klar sagen, Punkte, die nicht funktioniert haben, ein paar Links mit Images und so ein paar andere Sachen. Das waren aber Kleinkram, muss man ganz sagen. Und in der Zwischenzeit hat sich da auch einiges wieder getan, dass da ständig Bugfixes eingepflegt werden in diese Migration, dass diese Migration immer besser wird. Die Migration zu schreiben ist nicht ganz so schwer, erfordert aber schon ein bisschen Ruby und Ruby on Rails Kenntnisse, um das zu tun, wenn man denn ein System hat, was gerade nicht unterstützt wird. Ich sage mal jetzt so, Mantis könnte man wieder mit CSV-Export und Import dann in die Datenbank arbeiten, das geht auch. Das ist dann vielleicht der einfachere Weg. Andere Systeme, Bugzilla soll angeblich funktionieren, habe ich selber nicht testen können, weil ich kein Bugzilla habe. Bei Mantis waren die Diskussionen, dass es ganz gut funktioniert, so ein paar Haken und Ösen gibt es halt immer, weil Mantis halt kein Wiki hat. Track hat halt ein Wiki und da kann man doch relativ schon recht einfach alles abbilden. Es gab ein paar Links, die dann nicht funktioniert. Ich glaube, 10 haben dann bei mir im Projekt nicht funktioniert. Also es ist relativ überschaubar, dass man das nachher noch mit Hand nachpflegen kann. Also es war kein großer Akt, das nachzupflegen. Wichtig ist die Homepage von Redmine, www.redmine.org. Ich werde diese Vorträge auch selbstverständlich online stellen. Die sind dann verfügbar selbstverständlich. Und da kann man sich dann die Links auch jederzeit rausziehen. RubyForge zum Download von Redmine. Und da gibt es halt einen ganzen Stapel von Plugins, die kann man auch auf der Homepage von Redmine finden. Da gibt es entsprechende Links davon. Da kann man auch eine ganze Menge Zeugs und Informationen, was die Installation, was Update von der Datenbank und Ähnliches gibt, kann man sich da rausziehen. Und wenn es Fragen gibt, die Leute auf den Systemen, in den Foren auf Redmine sind sehr kommunikativ. Es gibt auch einen IRC-Chat für Redmine. Die Leute sind auch sehr kommunikativ. Das heißt, wenn man da Fragen stellt, kriegt man sehr schnell Antwort, ist meine Erfahrung. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, was Redmine betrifft, können Sie mir selbstverständlich auch eine E-Mail schreiben. Ich bin da gerne bereit, jederzeit zu unterstützen an der Stelle. Dann fehlt mir nur noch zu sagen, wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, diese Fragen einfach zu stellen. Ansonsten würde ich mich dann netterweise schon bei Ihnen bedanken. Die stehen sowieso in der Datenbank. Die Wiki-Seiten selbst, also von dem gesamten, ja, nein, stehen in der Datenbank. Aber irgendwelche Funktionen, Werte aus den Wiki-Seiten sich in einem Wiki-Programm oder sowas. Also das Ganze steht in der Datenbank und wenn man ein bisschen verstanden hat, wie die Datenbank aussieht, kann man das rausziehen, klar. Ich würde es dann vielleicht über das Rest. Also den Parser der Wiki-Seiten kann man nicht ergänzen. Kann man auch, wenn man will. Also das ist ein Open Source Projekt. Sie können den Source Code auschecken und nutzen und ändern, wenn Sie wollen, klar. Also da ist das Ganze basiert auf dem Redcloth-Plugin von Ruby. Die haben in der Zwischenzeit so einige Erweiterungen gemacht. Und das,
Ah, okay. Das ist so eine Wiki-Engine, die das Ganze so ein paar Basissachen zur Verfügung stellt. Und die haben einige Erweiterungen, was Links in die interne System oder externe Systeme angeht, erweitert das Ganze. Wenn man es möchte, kann man das Ding durchaus erweitern, wenn man es möchte. Klar, das ist Open Source, man kann es auschecken und nutzen. Also so schwer ist es nicht, wer schon mal ein bisschen Perl oder Java oder sowas, ist also wirklich nicht so der Riesenunterschied. Ein bisschen ein paar Grundlagen in Ruby muss man sich anarbeiten, aber nicht so schwer. Also ich habe auch ein paar Änderungen gemacht, das ist nicht so schwer. Also mir waren ein paar Sachen, haben mir nicht gefallen, Seitenlayout und unten fehlt mir ein Impressum oder sowas. Da kann man in den Templates rumhantieren, das ist nicht so schwer. Geht, klar. Da hinten war jetzt zuerst. Zwei Fragen, Speicherbedarf von einer typischen Installation und das zweite ist, gibt es ein E-Mail-Interface, also damit man E-Mail schickt und ein neues Issue. Zum E-Mail-Interface weiß ich, gibt es ein Plugin, was das kann, soweit ich weiß. Ich habe es noch nicht benutzt, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das kann man auch irgendwie automatisiert, gibt es irgendwie so ein Ding. Speicherbedarf, ich habe es im Moment auf einem System laufen, was hat das im Moment, ein 2-Gigabit-System, wo ein Apache drauf läuft, mit Redmine-Installation, mit Passenger-Installation und darauf läuft Redmine derzeit. Und hat im Moment Zugriffszahlen von irgendwie 200.000 Hits im Monat, also schon eine ganze Menge. Also es hält sich in Grenzen, also Speicherbedarf hält sich in Grenzen. Ja, das geht. Die Felder werden in Form von Tabellen in der Datenbank abgelegt und wenn man ein Update macht, werden die mitmigriert in der Regel. Also es gibt, soll wohl angeblich mal ein Problem von der 07er irgendwas gegeben haben, da hat was nicht funktioniert mit dem Update. Klar, dann habe ich natürlich ein Problem, aber üblicherweise werden die Datenbankstrukturen mitmigriert und dann sollte das eigentlich nicht nochmal neu einpflegen zur Folge haben. Klar, Fehler können immer passieren, gar keine Frage, aber in der Regel klappt das eigentlich recht gut. Also ich habe jetzt von 074 abgedatet auf 08 und dann die letzten 081, 082, 083, 084 alle so auf dem Live-System einfach abgedatet, also ohne Probleme bis heute. Das läuft. Sonst noch irgendwelche Fragen? Genau das gibt es im Moment noch nicht und das soll in 9.9 genau kommen, dass man die beliebig, ja, Sub-Issues ist die Frage, meinen Sie jetzt mit einer Beziehung? Ah, okay, Moment, dann können wir direkt gucken, dann sprechen wir. Hier gibt es sowas wie Related Issues, das ist im Prinzip sowas, aber nicht ganz korrekt. Also die sind praktisch gleichberechtigt, aber sie bilden das Ganze ab. Aber in 09 soll es tatsächlich sowas wie eine beliebige Strukturierung von Tasks geben. Die werden dann, da muss ich jetzt ganz scharf überlegen, die werden dann, glaube ich, in dem Issue hier, kann man die summieren lassen. Das muss ich aber nochmal, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja. Sonst noch Fragen? Das Ding hat im Moment, glaube ich, 16 Sprachen unterstützt im Moment. Die können Sie einfach in Ihrem Login umstellen. Auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, was weiß ich. Und dann kriegen Sie Ihr Interface halt in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch oder was präsentiert entsprechend. Sonst noch Fragen? Alle glücklich? Oder auch nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Tag und schönen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.